Vor dem Vikariat hatte ich mit dem zu tun, was man wohl als Tür- und Angelseelsorge bezeichnen würde. Man glaubt gar nicht, was der Satz "Ich studiere Theologie" bei manchen Menschen auslöst und was sie einem einfach so anvertrauen. Ich habe gerne zugehört, aber so richtig durchdacht und fundiert war das, was ich da getan habe, noch nicht. Im Studium haben mich viele Dinge fasziniert, aber die Seelsorge kam nicht wirklich vor. Mich haben Kirchengeschichte oder Dogmatik interessiert. Im Vikariat habe ich dann einen guten Zugang gefunden, mich mit unterschiedlichen Seelsorgetheorien auseinanderzusetzen und meine Erfahrungen damit besser zu verstehen. Seelsorge ist in erster Linie ein Beziehungsgeschehen. Als Seelsorgerin komme ich in Kontakt mit meinem Gegenüber und je nachdem, wie gut das gelingt, kann die Begegnung an Tiefe gewinnen oder eben auch nicht. Deshalb schulen wir in der Ausbildung das Kommunikationsverhalten. Die Vikarinnen und Vikare erstellen in der Gemeinde und später in der zweiten Ausbildungsphase im Krankenhaus anonymisierte Gesprächsprotokolle. In Supervisionssitzungen sehen Sie dann die Stellen im Gespräch an, die psychodynamisch spannend sind, wo zum Beispiel ein Themenabbruch geschieht. Was ist da passiert? Es geht darum, die eigene Kommunikationsgrammatik kennenzulernen, zu verstehen und gegebenenfalls zu weiten. Die Inhalte und Themen, die im Seelsorgegespräch Raum und Gestalt annehmen, bestimmt mein Gegenüber. Das ist eine große Herausforderung, denn ich weiß nie so genau, was mich in einer seelsorglichen Begegnung erwartet. Und das kann verunsichern oder sogar Ängste auslösen. Aktives Zuhören ist eine Grundhaltung, die ich die neue Eva nenne. E wie Empathie. Nicht nur einfach Sätze wiederholen, sondern wirklich verstehen wollen, der Sache auf den Grund gehen. W wie Wertschätzung. Ich sehe mein Gegenüber als Geschöpf Gottes an. Und A wie Authentizität. Ich muss als Seelsorger oder Seelsorgerin erkennbar sein. Echtes Gegenüber. In der Gemeindeseelsorgephase haben wir täglich Gemeindeglieder zu Hause besucht. Neben den Besuchen gab es Supervisionssitzungen, in denen wir natürlich anonymisiert über die Besuche sprachen. Dabei ging es darum, die Gesprächsstrukturen zu durchdringen und vor allem sich selbst als seelsorgende Person zu beleuchten und das eigene Verhalten zu hinterfragen. Die Gemeindeseelsorgephase hat mich meiner Gemeinde sehr viel näher gebracht. Es ist wirklich erstaunlich, welche Themen zur Sprache kommen, obwohl die Menschen gar nicht explizit nach einem Seelsorgegespräch gefragt haben. Mir hat es gut gefallen, viel ausprobieren zu können, um meinen eigenen Seelsorgestil zu entwickeln. Ich habe Seelsorge an ganz unterschiedlichen Orten geführt. Mal verabredet, mal spontan. Mal waren wir nur zu zweit und mal in einer Gruppe. Und diese eigenen Erfahrungen sammeln zu können, ohne das Gefühl zu haben, es steht schon fest, was richtig ist, was wirklich Seelsorge ist. Das ist für mich wichtig gewesen. In den Kursen im Predigerseminar reflektieren wir die Praxiserfahrungen der Vikarinnen und Vikaren auf dem Hintergrund und der Folie der Theorie. Also während im Praxisteil ja die Vikarinnen und Vikare versuchen, sich ihrem eigenen Seelsorgestil anzunähern, geht es dann in der Theorie einfach um die Einordnung dieses Stils in Theologie und in Seelsorgekonzepte. Welche Seelsorgekonzepte gibt es überhaupt und welchem fühlt sich der jeweilige Vikar, die Vikarin, warum verbunden? All das spielt eine Rolle und wird mit dem Wissen, das wir aus Theologie und Humanwissenschaften haben, untermauert, verankert, würde ich sagen. Die Seelsorgephase im Krankenhaus war noch einmal etwas ganz anderes, als ich es aus der Gemeindeseelsorgephase kannte. Das System Krankenhaus an sich mit dem ganz eigenen Rhythmus. An irgendwelche Türen anzuklopfen, ohne zu wissen, was dahinter ist.
immer wieder mehr oder weniger freundlich abzublitzen. Gespräche über Tod, Angst, Krankheit und das Leben. Und neben den Treffen mit den Patientinnen und Patienten können auch Gespräche mit den Arbeitenden vor Ort und mit den Angehörigen dazugehören, die auch ihre ganz eigenen Ängste und Sorgen mit sich tragen. Ich war neugierig, was im Krankenhaus los ist und wie das Arbeiten als Seelsorgerin dort so funktioniert. Dann im Krankenhaus erlebte ich, dass Seelsorge erstens Ohnmacht und Sprachlosigkeit beinhalten kann und wie schwierig es ist, ohne Sprache zu agieren, wo ich doch genau darin geübt bin. Ich fand es im Krankenhaus spannend und schwierig, gleichzeitig nie zu wissen, was mich an dem Tag erwartet. Ob ich in ein Zimmer gehe, in dem gerade jemand ein schweres Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin hatte und wir erstmal drüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Ob eine Frau mit Demenz einfach meine Hand drücken will. In manchen Zimmern wollte gerade gar keiner Gesellschaft. Dass die Situationen so unterschiedlich sind, hat einerseits für mich echt viel Kraft und Konzentration gebraucht. Aber ich habe auch gelernt, was es bedeutet, sich einfach ganz und gar auf den Moment und auf mein Gegenüber einzulassen. So, die Vikariatsausbildung gehört ja auch ein Tag Notfallseelsorge. Das ist nicht viel, aber das reicht, um schon mal einen Anfang zu machen, einen ersten und für die Aufgaben zu sensibilisieren. Wer braucht also welche Unterstützung? Was hilft? Welche Haltung wird dem anderen ein Halt sein können? Und wie oft in der Seelsorge gilt es also, ganz auf den anderen zu achten, um zu verstehen, worin genau seine Schwierigkeit besteht und aufmerksam nach den möglichen Ressourcen zu suchen, die oft in der Akutsituation nicht gleich erkennbar sind. Also halten, stützen, informieren, Raum für Emotionen eröffnen, begreifen lassen, das sind wesentliche Aufgaben in der Notfallseelsorge. Für mich ist es ein Geschenk, zu sehen, wie Vikarinnen und Vikare ihre Stärken und Kompetenzen im Seelsorgegespräch entdecken. Und es fasziniert mich, wenn so etwas wie ein dritter Raum in der Seelsorge entsteht. Zwei Menschen reden miteinander, nicht der eine bringt Gott mit oder der andere hat ihn schon, sondern plötzlich ist er da, in diesem Augenblick, mitten im Gespräch.